Ja, du siehst richtig. Das sind über 2,2 Millionen GTA-Dollar. Damit kaufe ich mir jetzt eine Kosatka und werde anschließend nie wieder auch nur im Ansatz Geldprobleme in GTA Online haben. Aber noch vor wenigen Stunden sah es alles ganz anders bei mir aus. Ich habe frisch gestartet als blutiger Anfänger in GTA Online mit Level 1 und 0,0 Dollar in der Tasche. Wie du das Ganze auch schaffen kannst, also als Neueinsteiger in GTA Online ohne Vorwissen komplett solo den perfekten Start hinzulegen, um ein für alle Mal finanziell unabhängig zu sein, darum soll es im heutigen Video Schritt für Schritt gehen. Also bleib dran, tu es mir gleich und erlebe selbst, wie sich dein GTA Online-Leben komplett zum Guten wendet. Mann, das war eine Ansage, Freunde, oder? Was geht ab und herzlich willkommen zum lang ersehnten Solo Money Guide in GTA Online 2023. Für jeden, der jetzt noch frisch in GTA Online anfängt oder einfach sein ganzes Geld dumm verprasst hat, ist dieses Video hier der perfekte Start in die GTA Online-Karriere. Das Ganze, wie schon gesagt, könnt ihr in ein paar Stunden und vielleicht sogar an eurem allerersten Tag in GTA Online durchmachen und seid dann so schnell es geht perfekt aufgestellt für alles weitere, was in diesem wunderschönen Spiel noch so auf euch zukommt. Ich habe das Ganze natürlich logischerweise auch schon mal durchgemacht mit meinem neu erstellten Account, dem Ehrenbruder Chef Easybert. Einfach um mich selber, wie es sich gehört, in die Situation zu versetzen, damit ich auch wirklich nichts vergesse und ihr seht, hey, das stimmt wirklich, was der Typ hier labert. Also Freunde, wir sitzen alle im selben Boot. Und damit wir wissen, wohin dieses Boot steuert, hier mal ein kurzer Spoiler, was euch in diesem Video erwartet. Wir werden heute so schnell es geht 2,2 Millionen GTA-Dollar erspielen, um dann damit die Kosatka zu kaufen, damit wir endlich den Caio Pedico Heist spielen können. Wobei ich muss natürlich noch erwähnen, ich bin leider immer noch auf PS4 unterwegs, was aber eigentlich keinen Unterschied macht, auch für die Next-Gen-Spieler nicht. Im Zweifel hat jeder, der jetzt neu anfängt, egal ob Old oder New-Gen, irgendwie schon einige Sachen gratis dabei, weil eigentlich jeder das Criminal Enterprise-Paket bekommt oder eben jeder auf Next-Gen sogar diesen Career-Builder mit 4 Millionen Startbonus etc. Aber das will ich heute einfach mal wieder ganz gekonnt ignorieren, denn wir wollen vom Worst-Case ausgehen, dass ihr, selbst wenn ihr mal was hattet, alles verzockt habt, wirklich keinen Cent mehr und dann kann das auch wirklich jeder schaffen, der hier mitmacht. Außerdem habe ich ja auf der Old-Gen beispielsweise keine HSW-Zeit drin, die gibt es ja nur auf der Next-Gen, da aber auch wieder das Gleiche. Die, die zum Beispiel eine PS5 haben, GG an euch, ihr habt eine Möglichkeit mehr, geil Geld zu machen, denn die Sache ist ja anscheinend sehr lukrativ, aber auch die, die einfach so wie ich noch PS4 zocken, können das easy packen. Und darum geht's ja, Freunde, es kann hier jeder, egal was er schon hat oder worauf er zockt, den Guide hier durchzocken mit mir zusammen und hat am Ende des Videos auf jeden Fall genug Cash, um sich die Kosatka holen zu können und dann geht's ab, Freunde. Also bleibt auf jeden Fall dran, Dogs. Zieht durch. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wird bestimmt auf jeden Fall ein längeres Video. Aber ich möchte natürlich auch, dass keine wichtigen Details hier untergehen. Falls euch natürlich im Nachhinein oder während ihr den Guide hier durchzockt, bestimmte Sachen nochmal gesondert angucken wollt, sind natürlich wie immer die Timestamps der einzelnen Kapitel in der Beschreibung. Und damit würde ich sagen, steigen wir ein ins Video. Let's go, Freunde! So, Freunde, wie schon erwähnt, unser Ziel ist es, von Level 1 und wirklich 0 GTA-Dollar schnellstmöglich zu 2,2 Millionen auf dem Konto zu grinden, um uns dann die Kosatka zu holen, mit der wir dann den Caio Pedico Heist starten können, die immer noch beste Geldmachmethode im Spiel. Die einzelnen Schritte, die wir dafür erledigen müssen, gehen wir jetzt in der meiner Meinung nach besten Reihenfolge durch. Let's go, ihr Wilden! Ich hab Bock! Ganz, ganz wichtig vorab, Freunde, ist, dass ihr euch beim Rockstar Social Club anmeldet und euren PSN oder Xbox Live Account mit dem Social Club verknüpft. Den Schritt müsst ihr erledigen, damit ihr nachher ein paar Aufgaben erledigen könnt, die euch mehrere 100.000 Dollar bringen. Also macht das auf jeden Fall. Ohne das funktioniert der Guide hier nicht. Das geht auch sehr schnell. Dazu müsst ihr nur auf den Rockstar Social Club gehen. Den Link dazu habe ich euch natürlich schon mal in die Beschreibung gepackt, falls ihr es nicht findet. Und dann zum Beispiel, wie in meinem Falle, anmelden mit PSN klicken, diesen Button da drunter, da gebt ihr eure PSN ein, dann kommt dieser Screen, dann klickt ihr da auf neuen Account erstellen für den Social Club, macht das durch, verifiziert euch und dann habt ihr auch schon einen neuen Social Club Account, der mit eurer PSN verknüpft ist und genau das braucht ihr, macht das auf jeden Fall wirklich, ohne das geht's nicht. Und dann logischerweise, wenn ihr in GTA drinne seid, auf das Menü auf Online gehen und dann geht's rein in GTA Online und dann natürlich meine ganz klare Empfehlung, eine Sitzung nur für Spieler mit Einladungen gründen, da dann reinjoinen, da habt ihr eure Ruhe. Das ist hier eh ein Solo Guide, ihr könnt das Ganze komplett in Ruhe alleine durchmachen und ja, ihr spawnt auf der Map in GTA Online und los geht's dann. Wie machen wir jetzt unsere ersten Dollar. Ihr seht, ich bin Level 1 und habe so etwa 10.000 Bargeld und Bankkonto verteilt mäßig. Aber um wirklich das Worst-Case-Szenario darzustellen, bin ich diese 10.000 schnell nochmal losgeworden, um wirklich von 0,0 Dollar zu starten. Das müsst ihr natürlich nicht machen, ist ja eigentlich chillig, wenn ihr schon mal ein bisschen Cash habt. Was ich euch als ersten Step empfehle, wenn ihr mit 0,0 Dollar startet, schnappt euch ein Auto zum Rumfahren und los geht's. Mit diesem Auto fahrt ihr am besten zum nächstgelegenen Laden und raubt den einfach mal aus auf spontan, Digga. Da habe ich dann fast 2.000 GTA-Dollar bekommen. Manchmal bekommt man noch 1.000, aber das ist eigentlich auch egal, solange ihr über 500 Dollar bekommt. Es ist nicht wirklich viel, wie gesagt, aber so ein Ladenraub gehört auch einfach dazu. Und tatsächlich ist es nicht nur deswegen, sondern wir können das Geld auch tatsächlich gut gebrauchen, denn dann fahren wir zum Diamond Casino und gehen da rein. Und dort müssen wir uns nach dieser elendlangen Cutscene eine Mitgliedschaft erwerben für 500 Dollar und die haben wir jetzt ja zum Glück, weil wir eben den Laden ausgeraubt haben, also hatte das Ganze auch einen Sinn. Wenn ihr jetzt diese Cutscene hinter euch habt und die Mitgliedschaft erworben habt, dann könnt ihr einmal alle 24 Stunden an diesem Glücksrad drehen, was gerade am Anfang echt nice sein kann, weil man eben Geld, RP oder sogar ein Auto gewinnen kann und noch ein paar andere Sachen. Ich hatte zum Beispiel Glück, ich habe direkt 15.000 RP gewonnen und war direkt einfach Level 7. Ist für den Anfang auf jeden Fall ein guter Boost, aber das klappt natürlich nicht bei jedem. Macht das auf jeden Fall jeden Tag in GTA Online. Dann nehme ich natürlich immer noch den Tagesbonus an der Kasse mit, was nochmal 1000 Jetons sind. Auf diese Gas los!
Bockere. Einfach aus Prinzip. Und diese Jetons könnt ihr natürlich auch an der gleichen Kasse direkt in GTA Dollar umtauschen. Also nehmt die auf jeden Fall mit und weiter geht's. Bei mir war das jetzt so, dass es vom Timing gut gepasst hat. Deswegen stand für mich als nächstes an, ein Auto zu verkaufen. Warum gutes Timing? Das erkläre ich euch sofort. Autos verkaufen bei Alice Customs könnt ihr einmal pro Ingame-Tag machen. Also alle 48 Minuten. Gerade am Anfang ein guter Weg für ein bisschen schnelles Geld, weil man wirklich nicht viel machen muss, außer eben ein Auto zu klauen, dahin zu fahren und verkaufen. Vor allem natürlich, wenn ihr die richtigen Autos verkauft. Da, ganz klar meine Empfehlung, verkauft immer den getunten Sentinel. Den gibt es aber nicht immer und überall zu finden, sondern der spawnt zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort. Nämlich da an der großen Kreuzung in der Nähe vom Eclipse Tower. Immer so zwischen 22 Uhr und 4 Uhr morgens. Deswegen meinte ich auch gutes Timing, weil als ich aus dem Casino gekommen bin, da war es schon dunkel und genau eben diese Zeitspanne, das hat ganz gut gepasst. Bei mir klappt das meistens so, dass der Sentinel spawnt, wenn ich einmal um diesen Block herumfahre, wie ihr das im Hintergrund seht. Meistens mache ich das so ein, zwei Mal und dann spawnt er da auch und kommt einem so langsam entgegengefahren. Entweder ist es dann ein gelber oder ein lilafarbener Sentinel. Den könnt ihr euch schnappen und bei Alice Customs verkaufen. Für den gelben gibt es dann immer so knapp 15.000 und für den lilanen gibt es sogar etwas über 17.000 meistens und dann hatte ich auch schon fast meine 20.000 zusammen. Ich weiß, Freunde, alles gut, wir sind noch lang nicht reich, aber das ändern wir natürlich jetzt gleich und machen weiter mit den Stash Houses bzw. auf Deutsch mit den Drogen verstecken. Aber ey, Moment mal, was hat denn der Typ für ein beknacktes Shirt an, Mann? Meinst du das, Digga? Ja, genau dieses Shirt, Mann. Ach cool, das Shirt meinst du? Super, dass du fragst. Das gibt es nämlich zusammen mit vielen anderen hässlichen Produkten auf easystretcher-macht-dich-reich.de. Link zum Shop in der Beschreibung. Jetzt erhältlich im neuen Easy Stretcher Shop. Viele geile neue Produkte, die das Herz eines jeden GTA-Liebhabers aufgehen lassen. Hammermäßige Hoodies und Shirts mit Inselprint. Shoutout an El Rubio an der Stelle. Oder natürlich auch mit anderen einzigartigen Designs vom dreckigen Stretcher höchstpersönlich erstellt. Heftige Leinwandbilder zum Aufhängen als perfekte Designergänzung zu eurem Gaming Room. Natürlich ganz wichtig auch noch Tassen und Trinkflaschen. Und das ist nur der Anfang, Freunde. Also schaut regelmäßig vorbei, folgt dem Stretcher auf Instagram rein, um keine neuen Produkte, Designs, Rabatte oder Aktionen zu verpassen auf easystretcher-mach-dich-reich.de oder auch einfach easystretcher.shop. Oder auch einfach, Leute, in der Videobeschreibung Link auschecken. Ach ja, wenn wir schon dabei sind, auf Twitch gerne auch noch reinfolgen. Sonntag 20 Uhr, Mittwoch 19 Uhr bin ich da live. Kommt dran, Leute. Und falls ihr meinen Stream verpasst, gar kein Problem. Einfach auf meinem Zweitkanal Stretchbert die Stream-Highlights gönnen und da ein Abo dalassen. Der Link zu meinem Zweitkanal natürlich auch in der Videobeschreibung. Und das war's auch schon mit der Werbepause, Freunde. Kurz geht raus. G steht für gönnen. Ihr wisst das, Kinder, jetzt immer Zeit. Halt sie nicht von alleine. Wir machen Beute. Digga, was ist denn hier los? Mehr Werbepausen als Inhalt hier. Aber sind wir mal ehrlich, war auch eigentlich klar, dass hier nicht mit viel Inhalt zu rechnen ist. Aber sei es drum, wir waren beim Geldmachen stehen geblieben und da machen wir jetzt auch weiter. Denn als nächstes empfehle ich euch dann, ein Drogenversteck zu überfallen. Das zeigt es euch auf der Map als lilanes Haus mit einem Fadenkreuz drin an. Die spawnen tatsächlich täglich neu und ihr könnt die ausrauben und bekommt dafür etwa 30.000 Dollar, was für den Anfang echt ein Brett ist. Positiver Nebeneffekt ist dabei, dass es auch noch euer LSD-Labor zum Beispiel mit Vorräten versorgt, wenn ihr das ausraubt. Aber da ihr eh noch kein Unternehmen habt, ist das aktuell irrelevant. Also ihr geht da rein, killt alle Dudes da drin, dann müsst ihr noch so einen gelben Zettel finden mit einem Code für den Tresor. Ihr öffnet dann den Tresor, nehmt den Inhalt mit, zieht euch nach draußen und haut ab. Zack, 30.000 Dollar. Ich habe tatsächlich sogar ein bisschen mehr bekommen, also echt eine geile Sache, die ihr, wie gesagt, jeden Tag machen könnt. Weiter geht's mit G's Paket, welches genau wie das Drogenversteck jeden Tag neu spawnt und einmal erledigt werden kann. Und das sollte euch so rund 15.000 Dollar bringen. Das zeigt es euch auf der Map an, als lila Kiste mit Fragezeichen. Da fahrt ihr natürlich hin. Dann zeigt es euch, wenn ihr da in der Nähe seid, einen Bereich auf der Map an, in dem dieses Paket versteckt ist. In diesem Bereich müsst ihr das Paket dann finden. Da gibt es auch noch einen leisen Piepton, der als Hilfe dient, damit ihr das schneller findet. Also achtet da drauf. Hab da mit Zufall noch eine Actionfigur gefunden, die mir noch kurz einen Taui auf süß gebracht hat. Und dann habe ich es aber auch gefunden. Hab etwa 16.000 bekommen und noch Snacks und Munition. Also sehr, sehr nice. Und dann war ich auch schon bei einem Stand von fast 70.000 Dollar. Und damit kann man auf jeden Fall schon mal was anfangen. Und genau das machen wir auch jetzt. Ich brauche eine Waffe, Alter. Genau, Felix. Ich auch. Ich brauche eine Gun, Alter. Ja, ich auch, wie gesagt. Bock, Motherfucker, zu shooten, Alter. Ja, ist gut, Digga. Ruhe jetzt. Wir begeben uns zum nächstgelegenen Ammunition und holen uns dort ein paar Waffen, Digga. Als erstes habe ich mir einen Spezialkarabiner zugelegt, damit wir ein solides Gewehr haben. Das kostet euch 14.750 Dollar. Dazu empfehle ich dann noch ein größeres Magazin für knapp 10.000 Dollar und am besten noch genug Munition. Also etwa 25.000 investieren für ein gutes Gewehr für die kommenden Missionen. Das solltet ihr auf jeden Fall tun, das lohnt sich. Dann empfehle ich euch noch zu holen die Reinfeuerpistole, damit ihr was Gutes habt für Drive-Bys. Wenn ihr bereits Level 5 seid, könnt ihr euch auch gleich die Mikro-MP holen. Die ist ein bisschen besser, aber zu diesem Zeitpunkt wird nicht jeder Level 5 sein. Deswegen habe ich mir jetzt mal die Reinfeuerpistole für den Anfang geholt, die ist auch echt super, kostet 6.000 und ich habe mir noch ein größeres Magazin für knapp 10.000 draufgeklatscht, weil es einfach super praktisch ist, wenn man nicht dauernd nachladen muss. Ich hatte nämlich noch so etwa 28.000 anschließend übrig, weshalb ich gleich noch weitergemacht habe und zwar habe ich mir die billigste Garage gekauft, die es gibt, nämlich die für 25.000. Einfach über Dynasty 8 auf der Webseite könnt ihr den Filter von niedrig auf hoch setzen und dann eben die billigste Immobilie überhaupt holen, das ist die 2-Auto-Garage für 25.000. Jetzt habe ich nämlich die Möglichkeit, 2 Autos zu kaufen und einzulagern. Und zwar einmal gibt es, wenn ihr auf Benny's Original Motorworks geht, da auf
Fahrzeuge klickt, dann den Elegy RH8 gratis für 0 Dollar. Den sollte auch eigentlich jeder gratis bekommen, da man dafür, wenn ich richtig informiert bin, nur im Social Club registriert sein muss. Das hat hier ja hoffentlich jeder gemacht, anders funktioniert der ganze Guide nicht. Den einfach bestellen, ist ein super Auto für den Anfang, gute Fahreigenschaft. Und jetzt würde ich sagen, habt ihr auf jeden Fall euren ersten eigenen Sportwagen und das sogar für Ume. Wenn ihr das Criminal Enterprise Starter Pack habt und mal auf Legendary Motorsports geht und danach Preis sortiert oder allgemein mal die Auto-Webseiten alle durchgeht und nach Preis sortiert, gibt es da noch viele andere Gratis-Autos für euch. Aber bei jemandem wie mir gibt es das nicht. Ich habe nämlich das Paket nicht. Außerdem habe ich mir noch bei Warstock den Duke O'Death bestellt, weil ich den auch gratis bekommen habe. Ich meinte nämlich, dass sie den irgendwann mal für alle gratis verfügbar gemacht haben. Kein Plan. Ich habe den auf jeden Fall for free bekommen. Wenn ihr ihn gratis bekommt, dann bestellt ihn euch. Dann habt ihr wirklich eine super Kombo mit den beiden Autos. Eins für mehr Performance und eins für Missionen, weil der auch echt gut gepanzert ist, der Duke O'Death. Vor allem dafür, dass ihr den gratis bekommt. Und das macht ihn oft sehr praktisch bei Schießereien oder Missionen oder sonst was. Aber auch wie gesagt, wenn ihr nur den Elegy habt, ist alles, was im weiteren Video kommt, gut machbar. Ihr könnt euch auf jeden Fall die Autos anfordern, wenn ihr euren Mechaniker anruft oder über das Interaktionsmenü über persönliches Fahrzeug anfordern. Und jetzt haben wir unsere Grundausstattung, geile Waffen, geile Autos und sind ready für die nächsten Steps. So, und weitergemacht wird jetzt mit der ersten Mission, der erste Dosis Missionsreihe vom Alice Drug Wars DLC. Das Ganze sind 6 Missionen. Wir machen jetzt erstmal nur die erste und machen im späteren Verlauf dann weiter und schließen das Ganze natürlich ab. Man bekommt nämlich pro Mission etwa immer so 10.000 bis 15.000 Dollar und für jede der Missionen einen Bonus von 50.000, wenn man die zum ersten Mal abschließt. Und nach der letzten dieser 6 Missionen dann sogar statt 50.000 einen 250.000 Dollar Bonus fürs erste Mal abschließen. Also wir werden mit dem einmaligen Durchspielen dieser 6 Missionen weit über eine halbe Million GTA-Dollar machen, was wirklich sehr, sehr sick ist, gerade für den Anfang. Ihr könnt die Missionen auch auf schwer spielen, dann gibt es ein bisschen mehr Geld, aber das Entscheidende werden die 50.000 Dollar für das erste Mal als Bonus sein und die bekommt man auch, wenn man das Ganze auf normal spielt und dann ist das etwas chilliger. So, wie gerade gesagt, wir machen jetzt erstmal nur die erste Mission dieser Missionsreihe. Dafür begebt ihr euch zu diesem gelben R in Sandy Shores und zwar zum linken, falls es euch so wie bei mir 2 R's für Ron anzeigt. Da einfach reinlaufen und die Mission dann starten. Und die erste Mission spielt ihr dann einfach mal durch. Die sind eigentlich ziemlich selbsterklärend, beziehungsweise es wird euch immer gesagt, was ihr zu tun habt. Und dann habt ihr rund 15.000 Dollar bekommen und dann eben noch die 50.000 Dollar Bonus fürs erste Mal obendrauf. Jetzt ist dieser Freakshop freigeschaltet, also da, wo Dex und seine Truppe rumhängen. Dort habt ihr jetzt auch das Wohnmobil hingebracht. Und dann ruft euch Dex auch schon wieder an und ihr könnt auf diesem gelben D auf der Map die erste Dosis Missionsreihe weitermachen, wenn ihr das wollt. Denn wie gesagt, das war jetzt die erste von 6 Missionen. Es reicht aber auch erstmal. Wir machen später weiter und widmen uns jetzt erstmal einer anderen Sache. Nämlich den Fooligan Jobs von Dex. Den guten Dex habt ihr jetzt nämlich auch als Telefonkontakt und könnt den auch einfach anrufen und einen Job anfordern. Davor habe ich mir noch schnell über das Interaktionsmenü wieder ein bisschen Munition geholt. Für mein Gewehr, meine MP und meine Pistole und auch ein paar Granaten habe ich mir noch gegönnt. Die schaden nämlich auch nie. Sobald ihr Dex anruft und einen Job anfordert, geht einer dieser Fooligan Jobs nämlich los. Das ist was anderes als die Missionsreihe. Für die bekommt man immer 50.000 GTA-Dollar und die können wir jetzt machen, eben weil wir die erste Mission dieser erste Dosis Missionsreihe durchgespielt haben und Dex jetzt als Telefonkontakt haben. Deswegen haben wir es jetzt auch in der Reihenfolge gemacht und einfach diese allererste Mission schnell erledigt, damit wir frühestmöglich diese Fooligan Jobs starten können. Diese sollte man nämlich frühestmöglich anfangen, nicht nur weil sie mit 50.000 Dollar echt gutes Geld bringen, sondern weil man davon so schnell wie möglich 10 Stück abschließen sollte. Jedoch gibt es immer nach jedem Fooligan Job eine Cooldown-Zeit von 48 Minuten, bis man wieder einen neuen Fooligan Job anfordern kann. Also wenn wir davon 10 Stück machen wollen, dann brauchen wir dafür mindestens 8 Stunden. Kurzer Spoiler, wir werden in diesem Video nicht alle dieser 10 Jobs machen, aber wir machen fast 10 Stück und das bringt uns erstmal gutes Geld ein, was ja auch unser Hauptziel in diesem Video ist, möglichst schnell, möglichst viel Geld machen, darum geht's heute. Aber dieses Video stellt eben auch den Anfang einer Reihe von großen Money Guides dar, die jetzt nach und nach kommen werden und dann eben auch immer ein Stück aufeinander aufbauen. Für euren weiteren Erfolg beim Aufbau eures GTA Online Imperiums wird es sehr wichtig sein, dass ihr 10 dieser Fooligan Jobs abgeschlossen habt, denn ihr braucht später, wenn ihr euch mal das LSD Labor holt, 10 abgeschlossene Fooligan Jobs, um euch ein Ausrüstungsupgrade kaufen zu können, was für das LSD Labor essentiell wichtig ist. Das ist wie gesagt jetzt noch nicht relevant, ich gehe da auch nicht groß drauf ein. Wer Bock hat, kann sich natürlich schon mal meinen LSD-Labor-Money-Guide anschauen, um zu wissen, worum es so grob geht. Aber dazu wird es im weiteren Verlauf des Videos und auch in kommenden Videos sowieso noch mehr Infos geben. Deswegen Fokus auf unser aktuelles Ziel, die Kosatka, und da geht's jetzt hin. Und um dieses Ziel zu erreichen, würzen wir jetzt ab und zu ein paar dieser fooligen Jobs dazwischen. Es sind zwar nicht immer die spaßigsten Missionen vom Gameplay her, aber ich finde, wir haben hier eine Win-Win-Situation. Gutes Geld, um möglichst schnell auf die 2,2 Millionen zu kommen und einen riesen Vorteil durch die Zeitersparnis, die ihr einfach habt, wenn ihr das rechtzeitig anfangt, wenn es später dann noch zu weiteren Unternehmen geht. Also dankt mir gerne später und macht's einfach so wie ich. Ich finde das hier auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Herangehensweise. Und auch wenn ihr allgemein mal bei ein paar Missionen struggelt, ist das nicht schlimm, Freunde. Denn ohne Struggle, Freunde, wird man auch nicht besser. Und dennoch könnt ihr mir glauben, so einfach wie heute konnte man noch nie Geld machen in GTA Online. Also das sollte jeder packen. Früher war es deutlich stressiger. Also widmen wir uns jetzt endlich mal der ersten Fooligan-Mission. Eigentlich sind die auch immer selbsterklärend und Dex sagt euch, was ihr zu tun habt. Ich denke, ihr findet auf jeden Fall euren Weg und macht das. Und ihr bekommt eure 50.000. Somit haben wir den ersten Fooligan-Job abgeschlossen. Wenn ihr im Verlauf des Videos nachschauen wollt, wie viele ihr schon abgeschlossen habt, weil ihr auch allgemein mal wissen wollt, was da so der Zwischenstand ist, weil das hat man ja nicht immer im Überblick, dann geht auf Start, da dann auf Statistiken, Auszeichnungen und dann auf Alice Drug Wars und da seht ihr eben diese Wappen und bei den Wappen, wo ich drauf bin, sieht man, wie viele man von diesen Jobs
abgeschlossen hat. Nur, dass ihr Bescheid wisst, da könnt ihr mal nachschauen. Jetzt ist ja erstmal 48 Minuten Cooldown, bis man den nächsten dieser Jobs machen kann. Deswegen machen wir jetzt mit was anderem weiter. Und zwar geht es jetzt weiter mit Solomons Filmrequisiten. Wir könnten jetzt natürlich auch mit der zweiten Mission diese erste Dosis-Missionsreihe weitermachen. Aber ich denke, gerade so am Anfang wäre das jetzt etwas stressig, das Ganze komplett durchzugrinden. Wir haben die erste Mission erledigt, anschließend den ersten Fooligan-Job und machen da auf jeden Fall nachher auch noch weiter. Wir haben jetzt etwas über 100.000 Dollar und widmen uns jetzt erstmal den Filmrequisiten und anschließend noch den drei legendären Schatzsuchen. Und da wird schön was an Cash zusammenkommen. Jetzt wird es bald richtig schön wild. Also, die Filmrequisiten von Solomon. Da fangen wir jetzt als erstes an. Das sollte man auch möglichst früh anfangen. Warum? Das erfahrt ihr gleich. So, um jetzt die Suche nach Solomons Filmrequisiten zu starten, geht ihr auf der Map auf die Filmklappe zu Richard Majestics. Dort fahrt ihr hin, geht in das Gebäude. Sobald ihr da in der Nähe seid, schickt euch Solomon auch eine SMS, dass ihr ihm helfen sollt, seine Filmrequisiten wieder zu besorgen, dass die 10 Stück da irgendwie geklaut wurden. Ihr geht einmal in sein Büro rein und wieder raus und dann könnt ihr euch auch schon auf die Suche machen. Es gibt wie gesagt 10 Stück. Ihr bekommt für jede dieser Requisiten 10.000 Dollar und wenn ihr alle zurückgebracht habt, nochmal 50.000 obendrauf. Also insgesamt 150.000 Dollar, was ganz chillig ist. Ist jetzt nicht geisteskrank viel, aber ist auf jeden Fall nice. 7 von diesen Requisiten, die findet ihr immer an den gleichen Spots. Die zeige ich euch gleich und die letzten 3 sind Random Events, die zwar immer in einer bestimmten Gegend spawnen, aber eben nicht immer und auch nicht immer am exakt gleichen Ort. Deswegen fangen wir auch mit dem Ganzen jetzt an, weil das oft sich lange zieht, bis die spawnen. Und deswegen machen wir jetzt als allererstes mal schnell die 7 ersten Filmrequisiten. Die erste davon findet ihr, sobald ihr aus dem Büro von Solomon rauskommt, direkt da links im Eck. Das ist so eine Filmrolle. Die könnt ihr direkt mal einsammeln und zurückbringen und zack, 10.000 Dollar. Ihr könnt die nächsten Filmrequisiten aber auch einfach einsammeln und am Ende zusammen zurückbringen. Ihr müsst nicht immer extra nach jeder Requisite zu Solomon zurück ins Büro. Kommen wir nun zur zweiten Requisite. Die findet ihr im Vanilla Unicorn. Dort fragt ihr entweder eine der netten Damen, ob sie mit euch nach hinten geht, einen Tanz zu performen und lauft dann aber statt mit dieser Dame ins Separé einfach direkt weiter ins Büro. Oder ihr rennt einfach so hinten durch. Dann gibt es aber auch meistens irgendwie Stress. Wie gesagt, ganz einfach hinten durch ins Büro und dann steht auch die Requisite auf so einem Tisch und dann könnt ihr wieder raus. Und zur dritten Requisite. Die gibt es nämlich im Diamond Casino auf der Toilette. Einfach wenn ihr ins Casino reingeht und euch immer rechts haltet, dann landet ihr auf der richtigen Toilette. Findet ihr auf jeden Fall. Da hängt dann so ein Indianerschmuck am Pissoir. Das Ding einfach mitnehmen, dann könnt ihr auch schon wieder raus aus dem Casino. Der vierte Spot befindet sich in der Militärbasis Fort Zancudo. Dieser Spot ist ein bisschen stressiger, weil ihr da eben rein müsst und unten in dem Tower von dieser Basis auf dem Schreibtisch liegt dann die Requisite. Nur leider darf man da ja eigentlich nicht rein in diese Militärbasis und wird dann mies attackiert, wenn man das doch tut. Lässt ihr anrufen, dass die Polizei eine Zeit lang wegguckt, könnt ihr auch noch nicht, weil euer Level noch zu niedrig ist. Aber das klappt auf jeden Fall trotzdem problemlos, wenn ihr schnell den richtigen Weg nehmt. Falls ihr den Duke of Death habt, fordert den am besten an, mit dem ist das wirklich easy. Aber auch mit dem Elegy zum Beispiel ist das möglich. Man kann sich ja beim Fahren mit X ducken, um nicht so schnell getroffen zu werden. Und allgemein, wenn ihr den richtigen Weg nehmt und das ein bisschen bei mir abguckt, dann klappt das auch gut. Fahrt auf jeden Fall am besten vom westlichen Eingang da rein und auf dem Weg dorthin zum westlichen Eingang werdet ihr höchstwahrscheinlich, wenn ihr von unten auf der Map kommt, über die Brücke davor fahren. Und da wissen wir ja alle, was jetzt als erstes zu tun ist, oder? Ja, ja, ein schlauer Mann hat mal gesagt, es ist sehr wichtig, jeden dieser Plastikpfeiler auf der Brücke mitzunehmen. Denn das erzeugt einfach einen psychologischen Vorteil gegenüber der Soldaten in der Militärbasis. Die werden euch dann weniger treffen, weil die denken, wow, okay, der Typ ist krass. Wir haben den schon vom Weiten kommen sehen mit den Plastikpfeilern. Den lassen wir lieber in Ruhe. Und dann bekommt ihr weniger Sterne. Spaß, Leute. Das war ein Witz, ne? So, Spaß beiseite, Freunde. Nehmt also auf jeden Fall am besten den Weg, wie ihr ihn bei mir im Hintergrund seht. Sobald ihr die Requisite habt, ist das dann auch egal und nicht so schlimm, wenn ihr draufgehen solltet. Super, wir haben das Ding. Weiter geht's. Der fünfte Spot ist nämlich im Altruisten. Dorf, und zwar ganz am Ende des Dorfes, hinten an der Klippe. Die werden natürlich gleich auf euch schießen, wenn ihr da seid, also fahrt am besten schnell durch mit eurem Auto bis hinten zur Klippe, schnappt euch diesen Monsterkopf und nicht sie weg. Der sechste Spot ist da oben bei Sandy Shores, westlich von Travers Flughafen, bei so einem verlassenen Haus auf der Veranda, also da auch einfach hingehen, den Mumienkopf schnappen und weiter zum siebten Spot, der sich auch in der Nähe von Sandy Shores befindet, aber eher östlich auf diesem Alien-Hippie-Hügel und da liegt dann auch passend ganz oben der Alien-Kopf, den ihr einsammeln könnt und damit habt ihr die ersten 7 Filmrequisiten und die könnt ihr erstmal abgeben bei Solomon und da habt ihr schon mal eure 70.000 Dollar fix bekommen. Und jetzt, wie gesagt, die letzten 3 sind Random Events, die in bestimmten Bereichen spawnen, aber das eben auch nicht immer. Deswegen ich jetzt einfach mal mit meinem Plan weitergemacht habe, in der Hoffnung, dass ich den Dingern mal zufällig über den Haufen laufe und dann schnell erledigen kann, bevor ich hier jetzt groß Zeit verschwende, da ewig auf die Dinger zu warten, weil das kann wirklich sich um Stunden handeln teilweise. Ihr seht, dass einer dieser Requisiten spawnt, sobald auf eurer Map ein blauer Punkt aufblinkt. Wenn ihr bei einem der möglichen Spawns in der Nähe seid, dann macht das am besten schnell und nutzt die Chance. Also dennoch schnell, die 8. Filmrequisite ist ein Van, der etwa im Bereich, wie ihr im Hintergrund seht, spawnt, also da in der Nähe vom Eclipse Tower. Den müsst ihr euch schnappen und zu Solomon zurückbringen. Die 9. Requisite ist rund um die Textilfabrik Donald Bros. Eben auch da in diesem Bereich, wie ihr im Hintergrund seht. Da einfach auch den Van schnappen, wenn er entweder irgendwo rumsteht oder irgendwo rumfährt und den zu Solomon bringen. Der ist dann auch tatsächlich direkt gespawnt, als ich einmal vorbeigefahren bin. Die anderen 2 Requisiten, wie schon gesagt, habe ich dann erst im Laufe des weiteren Videos zufällig bekommen. Auch wenn ihr das Gameplay jetzt schon im Hintergrund seht. Der letzte Spot der Filmrequisiten ist da oben in Palito Bay. Es ist ein recht großes Gebiet, wo der Truck dann entweder irgendwo steht oder rumfährt. Meine Empfehlung ist, ihr könnt ja mal alle Spots abklappern, 1 bis 2 Mal. Dann wisst
wisst ihr grob, wo das ist. Und falls ihr im weiteren Verlauf da mal in der Nähe seid, macht einfach schnell einen Umweg da mal hin. Vielleicht spawnt das Zeug ja, aber auch wirklich keine Eile. Ich habe euch außerdem in die Beschreibung noch zwei Links gepackt mit Artikeln und Bildern und Hinweisen zu dieser ganzen Filmrequisiten-Thematik, wo das alles auch nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt wird. Also, falls euch meine Erläuterung zu kurz war, dann schaut da gerne noch vorbei. Von den zwei Seiten habe ich auch die Screenshots und viele Infos, also Kuss an die. Also, wenn ihr dann irgendwann mal alle 10 dieser Requisiten zurückgebracht habt, dann bekommt ihr für jede Filmrequisite, wie gesagt, 10.000 und oben als Bonus noch drauf 50.000 Dollar und sogar noch ein tolles Alien-Kostüm. Da hat sich der Aufwand sicher gelohnt. Wie gesagt, die ersten 7 hatte ich und der eine von den letzten 3 Spots, der war dann auch schnell gespawnt. Deswegen habe ich 80.000 Dollar bekommen zu diesem Zeitpunkt und hatte halt einen Kontostand von 190.000 Dollar etwa. Fortgefahren habe ich natürlich mit dem zweiten dieser Fooling-Jobs, die man jetzt dazwischen schieben könnte, weil normalerweise 48 Minuten wieder rum sein sollten. Also, Decks anrufen, Job anfordern und los. Das ist dann der zweite dieser Fooling-Jobs, den wir erledigen und dafür bekommen wir auch wieder 50.000 Dollar. Wichtig, hier auch wieder die Erinnerung, holt euch schnell über das Interaktionsmenü genug Munition. Das gilt allgemein für sämtliche Missionen, damit man einfach da nicht auf einmal merkt, ups, ich habe zu wenig. Zack, easy. Dann hatte ich jetzt nach diesem Fooling-Job einen Kontostand von etwa 240.000 Dollar. So, dann kommen wir jetzt zu den legendären 3 Schatzsuchen, die es in GTA Online zu erledigen gibt. Die geben uns wirklich mies Kohle und die erledigen wir jetzt alle. Anfangen werden wir mit der Kopfgeldjagd von Mord. Um diese zu starten, müsst ihr oben bei Sandy Shores zu diesem M mit dem Fadenkreuz fahren. Wenn ihr dort in der Nähe seid, dann kommt auch eine SMS von Mord, in der sie das Ganze mal vorstellt und euch ein Jobangebot macht. Bevor ihr das Ganze annehmt und startet, solltet ihr euch aber über das Interaktionsmenü als VIP registrieren. Dafür braucht man nur 50.000 Dollar auf dem Konto. Soweit ich weiß, hat das dann auch jeder mittlerweile. Es wäre natürlich auch möglich, sie als CEO oder MC-Präsident zu registrieren, aber aktuell haben wir beides davon ja noch nicht. Anscheinend kann es, wenn man das nicht macht, also wenn man sich nicht als VIP registriert, noch zu irgendwelchen Bugs kommen bei der Kopfgeldjagd. Deswegen mache ich das einfach mal. Ob es was bringt, I don't know, aber so habe ich es auf jeden Fall mitbekommen. Mich erreichen nämlich immer wieder Kommentare zur Mord-Kopfgeldjagd, gerade unter meinem letzten perfekter Start Money Guide. Dass es bei manchen Leuten irgendwie rumbuggt oder so, das liegt vielleicht daran, keine Ahnung. Außerdem schreiben mir auch viele, dass sie irgendwie aus dem Spiel geflogen sind oder offline gegangen sind während der Kopfgeldjagd und jetzt nicht wissen, wie es weitergeht. Deswegen habe ich auch dieses Mal das Gameplay nach dem ersten Kopfgeldauftrag abgebrochen, um zu sehen, wie das dann weitergeht, wenn man wieder ins Game reinkommt, aber dazu gleich mehr. Also startet einfach die Kopfgeldjagd. Danach empfehle ich euch, fahrt direkt zum Flughafen, um euch da einen Heli zu klauen. Dann seid ihr einfach schneller unterwegs als mit dem Auto. Ich habe dort bei Mord, by the way, auch noch eine Actionfigur eingesammelt. Dafür auch noch einen Taui bekommen. Mord schickt euch dann immer eine E-Mail mit den Bildern von den Zielen und es spawnt ein gelber Kreis auf der Map, in dem sich die Ziele befinden. In diesem Kreis müsst ihr dann die Ziele, wie gesagt, finden. Das könnt ihr ein bisschen machen, indem ihr auf so ein Klingeln hört. Das sollte immer lauter werden, je näher ihr an dieses Ziel kommt. Wenn ihr nah dran seid, zeigt es euch das aber auch auf der Map an. Und wenn ihr das Ziel seht, könnt ihr es entweder einschüchtern und mitnehmen und zu Mord bringen. Dafür gibt es dann 10.000 Dollar. Oder ihr killt ihr einmal schnell, so wie ich das immer mache. Und bekommt dafür dann 5.000 Dollar, aber dafür spart ihr euch auch wirklich viel Zeit. Wenn ihr dann den ersten erledigt habt, dauert das meistens so 2-3 Minuten, dann meldet sich Mord mit dem nächsten Ziel und so geht das dann weiter, bis ihr 5 Ziele erledigt habt. Wie es dann weitergeht, dazu gleich mehr. Ich hatte nach dem ersten Auftrag Sponti ein Auto geklaut und hatte dann direkt 2 Sterne bekommen, was immer bedeutet, dass Simeon dieses Auto möchte. Das poppt dann meistens auch noch so auf, dass Simeon das Auto gerne hätte. Falls euch sowas mal spontan passiert und das Auto halbwegs wertvoll aussieht, könnt ihr das ja mal machen. Dazu müsst ihr das Auto nur bei Alice Customs umlackieren und dann zu Simeon an den Hafen bringen. Und ihr bekommt dann, wenn es ein schicker Sportwagen ist, sogar manchmal bis zu 20.000 Dollar. Das ist nie mega krass, aber es ist auf jeden Fall eine Oldschool-Geldmache und ich denke, schaden kann es nicht, das mal gemacht zu haben. Später verschwendet ihr mit sowas eigentlich eure Zeit nämlich nicht mehr. Aber aktuell, why not? Das wollte ich dann eigentlich auch schnell machen, aber als ich dann in der Stadt drinne war, ist einer der Vans von Solomons Filmrequisiten gespawnt und das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Also habe ich die Karre dann doch stehen lassen und habe mir den Van geschnappt und den schnell abgegeben bei Solomon für 10.000 Dollar. Jetzt hat mir dann wirklich nur noch die letzte Filmrequisite gefehlt, die es oben in Palito Bay zu holen gibt und die sollte ich dann später auch noch bekommen. Also, Kontostand war jetzt auf jeden Fall 250.000 Dollar. Während ich das ganze Zeug da irgendwie gemacht habe, hat sich Mord auch schon längst mit dem nächsten Kandidaten gemeldet. Aber ich bin nur schnell auf die Mail drauf, um das nächste Ziel anzuschauen und dann aber raus aus dem Game, um zu gucken, wie es weitergeht, wenn ich dann wieder online komme. Und eigentlich, als ich dann wieder in-game gekommen bin, hat sich Mord direkt nach ein paar Minuten mit einer Mail gemeldet, mit der zweiten Zielperson, also genau da, wo ich aufgehört hatte. Das M von Mord zeigt es auf der Map dann auch nicht mehr an, wenn man das gestartet hat. Also, falls es das erste Ziel vielleicht nicht gespeichert hat und dann doch das M anzeigt, dann fahrt einfach mal dahin und beginnt zur Not nochmal von vorne. Aber eigentlich sollte sich Mord bei euch melden, so würde es dann normalerweise weitergehen. Ich hoffe, dass das in Zukunft auf jeden Fall dann weniger für Verwirrung sorgt und alles klar ist, weil, wie gesagt, mich haben da echt viele Kommentare zu erreicht, dass es da irgendwie Probleme gab, dass da irgendwas abgebrochen wurde. Macht euch da einfach keinen Stress. Die meldet sich und wenn sie sich nicht meldet, dann geht einfach mal dahin und guckt, was los ist. Aber jetzt weiter im Kopfgeldjagd-Text. Ihr macht eben, wie gesagt, diese 5 Aufträge, bekommt jedes Mal 5 bis 10.000 Dollar, je nachdem, für was ihr euch entscheidet. Ich immer 5.000 Dollar. Also hatte ich dadurch dann schon mal 25.000 Dollar gemacht. Und dann, wenn ihr da fertig seid, spawnt eben eine gelbe Kiste auf der Map. Zu dieser Kiste könnt ihr dann hinfahren und öffnen. Und in dieser Kiste befindet sich das Steinkriegsbeil, das jetzt euch gehört. Und was ihr jetzt nur noch tun müsst, ist mit diesem Kriegsbeil 25 Kills zu machen. Einfach an NPCs zum Beispiel. Ihr müsst ihr keine anderen Spieler töten. Und dann bekommt ihr, wenn ihr das abschließt, nochmal knackige 250.000 Dollar obendrauf und das schmeckt. Aber dafür, wie schon ganz am Anfang erwähnt,
müsst ihr euch im Social Club registriert haben und euer PSN oder Xbox Live Konto mit diesem Social Club verknüpft haben, damit diese Zusatzjobs verfügbar sind. Insgesamt hat euch dann diese Mod Action mindestens $275.000 beschert, also das lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr jeden zurückbringt, sind das sogar 300.000. Kontostand bei mir war dann auf jeden Fall $520.000. Als nächstes, ihr ahnt es schon, der nächste Fooligan-Job wird dazwischen geschoben. Also Decks anrufen, Job anfordern, Job erledigen, 50.000 mitnehmen und weiter. Mit einem Kontostand von nun etwa 570.000. Nachdem ich den Job erledigt hatte, bin ich dann einfach mal schnell zum Gucken, ob gegebenenfalls die Requisite spawnt, oben nach Palito Bay geflogen. Die Requisite kam zwar nicht, aber es ist ein anderer blauer Punkt gespawnt. Das war dann so ein Dude, der irgendwie den Laden überfallen hatte. Ich habe den gekillt und das Geld dann zum Laden zurückgebracht und dafür einfach $20.000 bekommen. 30 Sekunden Aufwand gefühlt. Hab's leider nicht recorded in dem Moment, aber ich wollte es euch nicht vorenthalten. Auch hier wieder, nehmt solche spontanen Sachen auf jeden Fall wahr. Gerade am Anfang kann man das gut gebrauchen. Ich finde auch, das macht immer Bock und ihr wollt das Spiel ja auch ein bisschen kennenlernen. Schnell genug zu den 2,2 Millionen kommt ihr auf jeden Fall trotzdem. Versprochen. Ich hatte jetzt fast schon $600.000 beisammen. Weiter geht's mit der nächsten höchst lukrativen Schatzsuche, und zwar der Schatzsuche für den goldenen Revolver. Da bekommt ihr nämlich irgendwann, wenn ihr eine Weile in-game seid, eine mystische E-Mail. Dort ist ein Bild zu sehen von einer gewissen Location, die sich in einem relativ großen Bereich auf der Map befindet. Dieser Bereich wird euch nach dem Öffnen dieser E-Mail dann auf der Map angezeigt und dort müsst ihr eben diesen Spot finden und den Zettel lesen, der dort hängt. Es gibt 20 verschiedene mögliche Locations. Gerade für Anfänger ist das oft relativ schwer, nur aus dem Bild rauszufinden, wo genau dieser Ort ist. Falls ihr diesen Hinweis bzw. Zettel nicht gleich findet, habe ich euch in der Beschreibung ein Video verlinkt, in dem alle 20 Locations gezeigt werden. Ist zwar auf Englisch, aber das sollte auf jeden Fall, denke ich, jedem klar werden. Wenn ihr diesen ersten Hinweis untersucht habt, zeigt es euch auf der Map 3 neue kleine Bereiche an, mit 3 weiteren Hinweisen, die zu untersuchen sind. Die sind auch immer an den gleichen Orten, und zwar einmal an dieser einen Berghöhle, etwas versteckt. Da liegt dann so eine Leiche, die ihr einmal untersuchen müsst. Dann ist der nächste Hinweis da ein Sandy Shores am Wasser in dieser kleinen Hüttenruine. Da liegt dann so eine Schaufel, und der letzte Hinweis ist an diesem Baum oben in Grapeseed. Wenn ihr diese Hinweise alle untersucht habt, dann erscheint auch auf der Map eine Schatztruhe, und wenn ihr da reingeht und das Ding öffnet, ist da ein goldener Double Action Revolver drin. Und auch hier wieder, wenn ihr mit dem Social Club verknüpft seid, gibt es jetzt eine Zusatzchallenge. Mit diesem goldenen Revolver müsst ihr nämlich jetzt 50 Headshots verteilen, auch wieder easy, bei NPCs möglich, und dafür gibt es dann wieder $250.000 geschenkt. Das schmeckt auch wieder richtig. Ich dachte mir, okay, ich bin eh schon etwas hier oben auf der Map, also kann ich die 50 Headshots auch in Palito Bay machen und nebenbei nochmal schauen, ob der Truck mit dem Globus von Solomon noch spawnt, und er ist dann tatsächlich auch gespawnt, also die letzte Filmrequisite, aber ich habe wirklich so unfassbar lost agiert, dass der dann einfach wieder despawned ist, weil ich viel zu lange gebraucht habe, um die Polizei loszuwerden. Also es war wirklich unglaublich. Ich war wirklich komplett sauer. Aber ich habe mir gesagt, beruhig dich, Simon, und habe einfach mal weitergemacht. Bin dann einfach in Palito Bay geblieben und habe da die 50 Headshots gemacht. Ich muss auch sagen, es war echt ein Cheatcode. Ich hatte mich dahinter so einer relativ hohen Mauer verschanzt. Das war echt ein guter Spot. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber ihr könnt das mit den 50 Headshots natürlich machen, wo ihr wollt. Das ist wirklich egal, auch wenn ihr da ein paar Mal sterbt. Ich habe es auf jeden Fall gemacht und habe meine $250.000 bekommen, und dann war ich bei einem Stand von etwa $850.000. Dann dachte ich mir, komm, ich fahre noch einmal einen kleinen Umweg hier durch Palito durch, statt direkt zur Stadt zu fahren, und guck, ob die letzte Filmrequisite nicht doch nochmal spawnt. Und tatsächlich hatte ich Glück, der Pickup mit dem Globus hinten drauf ist gespawnt. Dann habe ich mir auch wirklich geschnappt und zügig zu Solomon gefahren, das Ding abgegeben, und hatte ich endlich meine letzten 10.000 plus die 50.000 Bonus obendrauf. Also insgesamt $150.000 für die Filmrequisiten, und dann stand ich mit meinem Kontostand bei knapp über $900.000, und obendrauf gab es noch ein wunderschönes Alien-Kostüm, Freunde. Danke, Mann. Ja, was soll ich sagen, dann bin ich erstmal zum nächsten Kleidungsladen, habe mich direkt umgezogen, weil dieses Alien-Kostüm nervt ja mal komplett. So, Thema Solomon endlich abgeschlossen. Und bevor wir jetzt gleich zur letzten der drei legendären Schatzsuchen kommen, machen wir natürlich noch schnell zwischendurch was? Richtig, einen Fooligan-Job. Und zwar den vierten, also Dex gecallt, Job angefordert, Job erledigt und 50.000 mitgenommen. Auf dem Konto jetzt grob $950.000. Und wir kommen jetzt zur letzten der drei Schatzsuchen, und zwar der mit dem Schlitzer von Los Santos und dessen Navy Revolver. Dafür müssen 5 Hinweise entdeckt werden. Der erste Hinweis ist oberhalb der Stadt an dieser Scheune in dieser Kurve auf der Landstraße Richtung Blaine County. Ihr wisst, glaube ich, alle wo. Die Location seht ihr natürlich auch im Hintergrund im Gameplay. Da könnt ihr einfach hinfahren, da müsst ihr nicht auf irgendeine Mail oder so warten, das geht direkt los. Den Hinweis müsst ihr einmal untersuchen, dann gibt es dafür $5.000 direkt und ihr müsst weiter zum nächsten Hinweis. Dieser ist bei dem Flughafen von Sandy Shores neben der Landebahn des Flugplatzes. Auf süß, so eine abgetrennte Hand, Freunde. Dann der nächste Hinweis in Grape sieht an der äußeren Wand von so einer Scheune, da steckt dann eine Machete drin, mit ein bisschen Blut auf süß noch verziert. Und der vierte Hinweis ist ein blutiger Handabdruck, welcher oben in Palito Bay an dem Hintereingang dieser Raststätte zu finden ist. Somit haben wir die ersten 4 Hinweise abgeklappert. Die ersten Hinweise sind doch immer gleich. Als 5. Hinweis müsst ihr jetzt nur noch den Van vom Schlitzer höchstpersönlich finden, und der steht immer an einem von 5 möglichen Spots. Die seht ihr im Hintergrund auch noch. Klappert diese 5 Spots einfach ab. An einem davon steht dann ein schwarzer Van. Bei mir war es, glaube ich, der zweite Spot am Fluss unterhalb von der Militärbasis. Dann untersucht ihr auch noch mal schnell den Van,
bekommt auch dafür wieder $500.000. Und anschließend bekommt ihr dann eine SMS vom Schlitzer höchstpersönlich, dass er euch jetzt suchen wird und schlitzen wird. Chillig, Digga. Danach begebt ihr euch am besten an den Flughafen von Sandy Shores und das zwischen 19 Uhr und 5 Uhr morgens. Wenn ihr dann da seid, wird nach einer Weile aus dem Nichts dieser Schlitzer spawnen und euch killen wollen. Ihr killt den dann aber am besten, statt dass er euch killt. Sollte euch das nicht gelingen und ihr geht drauf, warum auch immer, sind wir mal ehrlich, warum auch immer sollte das passieren, Digga, dann kommt einfach wieder hierher. Der sollte euch so lange holen kommen, bis ihr ihn eben killt. Aber normalerweise packt das ja wirklich jeder beim ersten Mal. Dann gibt es direkt $50.000 auf den Freund und auch noch obendrauf einen schicken Navy-Revolver vom Schlitzer. Mit dem müsst ihr jetzt noch diese Zusatzaufgabe machen, nämlich 50 Kills mit dem Revolver machen. Und wenn ihr das erledigt habt, dann gibt es nochmal $200.000 obendrauf, Freunde. Sehr, sehr nice. Und somit haben wir insgesamt wieder $275.000 mit dieser Schatzsuche gemacht und haben nun einen Kontostand von etwa $1.2 Millionen. Für wen die Erklärung gerade von der letzten Schatzsuche nicht ausführlich genug war, ich verlinke euch wieder einen Artikel, in dem alles nochmal schön genau erklärt wird, also diese ganze Schlitzer-Schatzsuche. Und ich sage natürlich wieder danke für die Screenshots an die Ersteller des Artikels und da gehen wir weiter, oder? Es fehlt nämlich uns jetzt ja noch eine ganze Million zu unserem Ziel der $2.2 Millionen. Aber nicht verzagen, Freunde, das wird nur noch wenige Steps benötigen und dann sind wir auch ratzfatz an unserem Ziel. Beide machen auf jeden Fall und zwar am besten wieder mit einem kleinen Fooliger-Job zwischendurch. Damit hatten wir dann den 5. erledigt und wieder $50.000 mitgenommen. Ihr wisst Bescheid, Decks anrufen, Job anfordern, Job erledigen, Cash. Jetzt haben wir nur noch zwei Hauptsteps vor uns, nämlich einmal die erste Dosis-Missionsreihe fertig machen. Die hatten wir ja schon ganz am Anfang begonnen und anschließend noch die letzte Dosis-Missionsreihe fertig machen. Und dann sollten wir auf jeden Fall die 2,2 Millionen geknackt haben. So einfach geht's, let's go, bald ist es geschafft. Wir gehen zum Free Shop und davor dann in dieses gelbe Feld rein, um die erste Dosis 2 Mission zu starten. Die spielt ihr dann logischerweise durch. Ich habe dafür ein bisschen mehr als $10.000 bekommen und dann eben den Bonus für das erste Mal von 50.000 oben drauf. Ich empfehle euch, wenn ihr speziell zu den ersten Dosis-Missionen oder auch zu den letzten Dosis-Missionen nachher noch Hilfe braucht, dann sucht da in YouTube nach ausführlichen Guides, wo es nur um diese Missionen gibt. Ich denke, mit ein bisschen Spielverständnis kriegt die wirklich jeder hin. Und da jetzt auf jede einzelne Mission einzugehen, würde, glaube ich, viel zu lange dauern. Wichtig auf jeden Fall immer, guckt, dass ihr genug Munition und Snacks dabei habt. Dann habe ich nämlich gleich weitergemacht mit der ersten Dosis 3 Mission. Dafür dann auch wieder etwa $10.000 bekommen und die $50.000 Bonus. Ebenso auch die vierte und fünfte Mission. Da gab es dann auch jeweils so etwa 10.000 und $50.000 Bonus. Und wenn ihr dann die sechste, also die letzte Mission, diese erste Dosis Missionsreihe erledigt, gab es bei mir so etwa $15.000 erstmal für die Mission und einen fetten $250.000 Bonus für das erste Mal erledigen obendrauf. Also haben wir jetzt mit den letzten fünf Missionen über $500.000 gemacht und wir haben ja schon am Anfang noch ein bisschen Cash gemacht mit der allerersten Mission, die habe ich jetzt dazu gar nicht reingerechnet. Und jetzt checkt ihr hoffentlich auch, Freunde, weshalb diese Missionen wirklich geil sind, gerade für Anfänger. In dieser letzten sechsten Mission bringt ihr ja dann den Brickade 6x6 in den Freakshop rein, dann müsst ihr dazu anschließend noch die Laborausrüstung besorgen und wenn das erledigt ist, hättet ihr theoretisch die Möglichkeit für $750.000 das LSD-Labor auszurüsten und mit dem LSD-Business zu starten. Das machen wir jetzt aber nicht, sondern das kommt erst später auf jeden Fall. Trotzdem müssen wir das auf jeden Fall bis zu diesem Punkt erledigt haben, damit wir dann mit den weiteren Missionen fortfahren können. Ich hatte nach Abschluss der ersten Dosis-Missionsreihe dann einen Kontostand von entspannten $1.775.000. Dann natürlich, meine Lieben, wie es sich gehört, schnell noch einen Fooligen-Job zwischendurch schieben, Decks anrufen, Job anfordern, Job erledigen und $50.000 mitnehmen und dann war ich persönlich jetzt auch schon bei über 1,8 Millionen auf meinem Konto und ihr seht, weit ist es nicht mehr. By the way, ihr könnt euch euren Spawnpunkt über das Interaktionsmenü auch zum Beispiel auf den Freakshop stellen und wenn ihr mal random irgendwo landet nach irgendeiner Mission oder so ohne Fahrzeug irgendwo seid, könnt ihr einfach eine neue Sitzung suchen, dann spawnt ihr ja wieder schnell im Freakshop und könnt da weitermachen. Das spart oft wirklich Zeit, das aber nur am Rande, denn dann, wie gesagt, landet ihr beim Freakshop und könnt da weitermachen, denn genau das haben wir jetzt auch noch vor, nämlich die letzte Dosis-Missionsreihe spielen. Die könnt ihr wieder starten, sobald ihr das ganze erste Dosis-Zeug fertig gemacht habt. Recht zügig danach könnt ihr wieder in diesen gelben Bereich reinlaufen vor eurem Freakshop und das Ganze starten. Das sind insgesamt 5 Missionen, bei denen gibt es auch immer so zwischen $10.000 bis $20.000 pro Mission und nach jeder Mission noch einen Bonus von $100.000 fürs erste Mal spielen obendrauf. Also auch hier warten wieder weit über $500.000 auf euch und die gehen sogar eigentlich recht zügig, die Mission. Also das erledigt ihr jetzt am besten nacheinander. Dann habt ihr wahrscheinlich so wie ich fast $600.000 gemacht. Und ich zum Beispiel hatte jetzt das Ziel von $2.2 Millionen tatsächlich schon erreicht, beziehungsweise ich war sogar schon bei $2.4 Millionen, also sehr, sehr nice, easy geknacktes Ziel. Und eigentlich würde ich euch empfehlen, ist das Beste, mit diesen 2,2 Millionen jetzt den legendären Krogan T20 zu kaufen und eben ab sofort damit dann Rennen zu fahren und zukünftig Milliarden damit zu scheffeln. Das wäre die beste Vorangehensweise für eure Zukunft. Spaß, Freunde. Der Joke wird auch nicht alt, oder? Doch. Aber auf jeden Fall noch wichtig zu erwähnen, ein richtig nice Bonus ist, wenn ihr die erste und letzte Dosis-Mission in der richtigen Reihenfolge einmal durchgemacht habt, bekommt ihr den Ocelot Virtue von Dr. Friedlander. Da ruft euch dann, wenn ihr mit dieser Mission durch seid, Dex irgendwann an und ihr seht dann in der Nähe vom Eclipse Tower das Auto gelb auf der Map markiert. Den schnappt ihr euch dann, lagert den in eure Garage ein. Ich habe dafür zum Beispiel den Allergy dann gelöscht. Der Virtue ist ein super Wagen, welcher normalerweise $2.2 Millionen kosten würde. Voll elektrisches Hypercar, also dem nehmen wir direkt auf jeden Fall mal mit. Der ist außerdem ein Imani-Tech-Auto, was auch sehr nice ist. Das ist zwar jetzt noch nicht relevant, aber wenn ihr später mal eine Agentur
Agentur habt, könnt ihr das Ding euch da tunen mit Panzerung, Raketenabwehrsystem etc. und so. Also echt geiles Zeug. Die Agentur wird in den kommenden Videos dieser Moneyguide-Serie auch noch relevant. Sehr geiles Unternehmen, wer sich schon mal vorab damit auseinandersetzen will. Ich habe dazu auch natürlich schon ein extra Moneyguide hochgeladen. Schaut den gerne im Anschluss dieses Videos schon mal an. Wie gesagt, Freunde, also im Anschluss. Wenn ihr schon bis hier gekommen seid, dann gönnt doch auch bitte die vollständige 100% Watchtime. Leute, wovon soll ich leben, Mann? Aber ja, schaut auf jeden Fall gerne mein Interesse vorbei. Aber ich würde natürlich, wie gesagt, an eurer Stelle erstmal noch mich anderen Sachen widmen, die jetzt mehr Sinn machen. Spätestens jetzt sollte wirklich jeder seine 2,2 Millionen zusammen haben und das war das Ziel dieses dreckigen, verkackten Scheißvideos, Freunde. Ja! Ab jetzt, Freunde, wird es wirklich nur noch wild. Ab jetzt habt ihr das Schlimmste, sage ich mal, hinter euch und jetzt steht eurem Imperium nichts mehr im Weg. Denn ihr könnt euch jetzt die Kosatka kaufen, um dann den Cayopedico Heist spielen zu können, die immer noch beste Geldmachmethode in GTA Online, auch 2023. Um die Kosatka einmal kaufen zu können, müsst ihr aber erstmal einmal in den Club Music Locker gehen. Der ist im gleichen Gebäude wie das Diamond Casino am Hintereingang. Da geht ihr rein und wenn ihr da in der Nähe seid, schickt euch Miguel Madrazo auch eine SMS, dass er mit euch reden will. Wenn ihr da drin seid, geht ihr dann in die VIP-Lounge. Da ist dann Miguel und da dürft ihr erstmal mit dem schnacken und so eine schöne, ewig lange Cutscene ertragen. Danach ist dann die Kosatka auf Warstock freigeschaltet und ihr könnt euch die für 2,2 Millionen käuflich erwerben. Einfach Serie ohne extra Ausstattung, das reicht für den Anfang. Mehr braucht ihr nicht. Und alles, was ihr zusätzlich noch wollt, kann man immer noch easy nachher dazu kaufen. Früher gab es mal Probleme, dass die Leute irgendwie nicht unten in die VIP-Lounge reinkamen, weil man die Nachricht von Miguel Madrazo nur bekommen hat, wenn man einmal zum Anwesen der Madrazos gefahren ist. Und anschließend konnte man sich dann im Music Locker erst mit Miguel treffen. Manche dachten dann irgendwie, dass sie ein Penthouse im Casino brauchten, aber das braucht man nicht und das hat man auch nie gebraucht. Und ich erwähne das jetzt hier nur, falls Rockstar wieder irgendwie meint, irgendwas zu ändern. Gegebenenfalls könnte es sein, dass man dann erst wieder zum Anwesen der Madrazos fahren muss, bis diese Nachricht von Miguel kommt und dann kann man erst in den Club und mit ihm sprechen. Aber eigentlich müsst ihr euch keine Sorgen machen, das Ganze funktioniert seit über einem Jahr unverändert. Wenn ihr einfach zum Club geht, dann kommt die Nachricht, dann sprecht ihr mit dem und dann ist die Kosatka freigeschaltet und dann geht's ab. Freunde, wir haben die Kosatka. Das war der Sinn dieses Videos, hier möglichst zügig von Level 1 mit 0 Dollar am Anfang hinzugelangen. Ich denke, das haben wir hier so wie im Video beschrieben echt ganz gut gepackt. Wenn ihr jetzt am gleichen Punkt steht wie ich in diesem Video, also dass ihr euch die Kosatka gekauft habt, dann gerne jetzt meinen Cayopedico Guide als nächstes anschauen. Damit geht es auf jeden Fall weiter und das ist die perfekte Fortsetzung zu diesem Video. Und ihr solltet jetzt lernen, den Cayopedico Heist zu spielen, um die wirklich fetten Moneten an Land zu holen. Es wird in den nächsten Wochen auch nochmal ein neu aufgefrischter Cayo Guide dazu erscheinen. Bis dahin verlinke ich euch auf jeden Fall meinen alten Cayo Guide. Er ist zwar nicht zu 100% aktuell, aber dennoch auf jeden Fall zu empfehlen. Und natürlich, sobald mein neuer Cayo Guide draußen ist, wird der statt dem alten natürlich in der Infobox verlinkt. Das weitere Vorgehen wird sein, mit dem Cayopedico Heist so schnell es geht, fett Kohle zu machen, um diese dann wieder clever in weitere neue Unternehmen zu investieren. Und ehe ihr euch verseht, Freunde, wisst ihr gar nicht mehr, wohin mit eurem Geld. Ich sag's euch, wie es ist. Warum, wie das Step by Step so weitergeht, soll es in den zukünftigen kommenden Videos weitergehen und ich hoffe, dass mir die gut gelingen und ihr Bock drauf habt. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, das Ganze hier nochmal schön aufzuräumen Richtung Endspurt, was GTA 5 Online angeht. Die nächsten 1-2 Jahre werden wir nochmal ordentlich genießen können. Es gibt zu den meisten Unternehmen und sonstigen Geldmachmethoden bereits viele Money Guides auf meinem Channel. Die sind nicht alle mehr zu 100% aktuell, aber viele davon sind noch sehr zu empfehlen. Viele sind auch noch höchst aktuell und auf jeden Fall, wie gesagt, kommen zukünftig nach und nach weitere neue Videos zu den ganzen Themen, die eben aktualisiert gehören. Und die landen dann natürlich auch wie alle anderen Money Guides in meiner Money Guides Playlist. Also schaut da gerne vorbei, Freunde, und sucht ihr das Ding. Ich küsse eure Herzen für den Support. Und damit, Freunde, würde ich sagen, war's das mit diesem Video. Ich weiß nicht, was hier abgeht, Freunde. Ich gucke jetzt hier live rein. Und zwar bin ich seit über 1 Stunde 40 am Recorden. Ich schwitze komplett. Mein Hals tut weh. Ich habe hier rumgeschrien. Es ist unfassbar. Ich hoffe wirklich, das Video ist gelungen. Und ich hoffe, dass es nicht allzu ewig geworden ist, das Video. Aber ich befürchte, dass es schon ein sehr langes Video geworden ist. Auf jeden Fall länger als der letzte Guide, weil mir ein paar Details damals ein bisschen zu kurz gehalten waren. Wenn ihr es bis hierher gepackt habt, Freunde, Respekt. Ich hoffe natürlich, dass ich dem einen oder anderen mit diesem Video hier wirklich weiterhelfen konnte. Falls ja, freut mich das wirklich sehr. Und natürlich würde es mich auch sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Was soll ich sagen, Freunde? Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Hey und ganz kurz, wenn euch das Video geholfen hat, Geld zu machen und ihr damit euch die Wucherpreise von Sharkcards erspart habt, dann schaut doch gerne bei meinem Shop vorbei und lasst euer Geld statt bei Rockstar lieber bei mir im Shop liegen oder ihr lasst ein Super Thanks in den Kommentaren da. Das tut's natürlich auch. Oder die wahrscheinlich beste Option, Freunde, ihr schreibt mir einfach auf Instagram, halt dein dummes Maul, du blöder Geier. Ich denke, das wäre die beste dieser paar Optionen. Ich hätte gesagt, arg viel mehr gibt's nicht zu sagen. Ich küsse eure Herzen, wenn ihr immer noch dieses Video hier schaut und sagt danke. Ich halte jetzt mein Maul, Freunde. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Macht's gut.